Was wäre, wenn? So lautet der Titel zur Januarausgabe unserer Kirchgemeindezeitung. Ja, was wäre, wenn? Wenn doch nur bessere Lehrpersonen mich mehr gefördert hätten. Wenn im Militär sich die Vorgesetzten von einer menschlicheren Seite gezeigt hätten. Wenn die Eltern mit mir wenigstens mehr Zeit verbracht hätten. Was wäre, wenn? Gewiss, sie alle die prägenden Menschen meiner Vergangenheit, sie sind Mosaiksteine meines Lebens. Aber sind sie an etwas schuld? Und wenn sie schuldig an mir geworden sind, was mache ich mit ihrer Schuld an mir? Trage ich es ihnen nach? Soll ich es ihnen tatsächlich bis hier und heute nachtragen? Gebe ich ihnen so viel Macht über mein Leben? Ein guter Freund hat mich neulich auf ein wichtiges Gesetz aufmerksam gemacht. Wenn du jemandem etwas nachträgst, dann trägst du jemandem etwas nach. Du trägst es nach. Nicht der andere, nicht die andere. Du allein trägst es nach. Tag für Tag, Woche für Woche. Und er sagte mir, übe dich im Loslassen. Trage niemandem etwas nach. Dann wirst du selber leichter. Dann wird dein Gang aufrechter. Im Leitartikel zur Januarausgabe unserer Kirchgemeindezeitung hat mein Kollege Marcel Sturzenegger geschrieben, mit circa 20 Jahren habe ich mich entschieden, dass ich nun erwachsen bin und alles, was ich tue, Konsequenzen hat, für die niemand anders verantwortlich ist als ich selbst. Marcel hat dann seinen Leiter vom Diakonenhaus Greifensee erwähnt, der ihnen mantramäßig weitergegeben habe, Gott will dir gut. Gott will dir gut. Das kann nicht jeder so leicht über die Lippen bringen. Und auch das mit dem Loslassen, mit dem Nicht-Nachtragen, ist oft mit harter Arbeit verbunden. Aber wenn wir im kommenden Jahr leichter durchs Leben gehen wollen, dann haben wir fast keine andere Wahl, als geduldig und beharrlich nachzusprechen. Gott will dir gut. Gott will mir gut. Und ich trage niemandem etwas nach. Dann können wir unseren Sack leeren, die Steine ausschütten. Und dann kann sich der vorher so schwere Sack in eine schützende Pelerine verwandeln.